Herzlich willkommen zur SOKO 2020. It's amazing. I'm really excited for this day today. It's the Solar Conference. It's getting real. So a warm welcome from here to wherever you are listening to us. The most ambitious, basically, climate program that was ever laid out at European level, with a clear objective to achieve climate neutrality and become the first climate neutral continent by 2050. This is a very ambitious goal and it will require all our resources. Der Hintergrund, was uns tagtäglich antreibt, unsere Arbeit zu verrichten, ist eine einzige Vision. Und zwar ist das die Vision von einer Welt mit 24 Stunden Sonne. Aber das Schöne ist, die Speicher sind ja so sozusagen ein Multitool, wie unser Smartphone, das wir alle in der Tasche haben. Das ist zwar alleine relativ dumm, aber man kann so schöne Apps draufladen und genauso kann man es bei Speichern machen. Da gibt es schöne Aufgaben, die der Speicher erledigen kann, teilweise auch mal zwei oder drei gleichzeitig. Und dadurch werden Speicher auch heutzutage schon wirtschaftlich. Wenn wir uns die Städte anschauen, Berlin, 1% der Dachflächen sind derzeit genutzt mit Photovoltaik. 99% des Potenzials noch unerschlossen. Potenziale sind doch da. Wir müssen nur schauen, dass wir da rankommen und nicht mit irgendwelchen absurden Gesetzen verhindern. Wir haben 4 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, um einen Arbeitsplatz in der Braunkohle zu erhalten. Wir haben die besten Ingenieurinnen und Ingenieure, tolle Techniker, die die Anlagen aufs Dach schrauben. Wir haben die Technologien mittlerweile im Photovoltaikbereich, die wirklich traumhaft sind für den Eigenverbrauch. Wir haben alles, was wir brauchen, um unseren Planeten zu retten. Wir müssen es nur so machen. I am not an expert about renewable energy, but I think I can say that renewable energy is the future. And so I believe that you guys are here to stay much, much longer than COVID-19. Haben Sie sicher schon öfter gehört, nee, ich warte noch, Elektroauto, das wird schon noch interessanter und es kommt schon noch und so weiter und so fort. Wir warten noch, das ist halt immer, das impliziert, dass man erstmal nichts tut. Und man hört auch, wir brauchen Technologieoffenheit und wir müssen erstmal noch forschen und alternative Kraftstoffe, wie oft hört man das von Politikern. Das alles führt dazu, dass genau erstmal nichts passiert. It is absolutely important these days to compare module designs not only for laboratory conditions, not only for manufacturing costs, but also for the impact on system design and LCOE. Diese offene Gesellschaft, die wir haben, ja, auf Basis der Mensch steht im Mittelpunkt, ja, die sollten wir verteidigen auf allen Ebenen. Und die kommt ja ein bisschen in die Enge. It's not about the technology product anymore. It's about how to bring it to the people, to make it financeable and accessible for them. And our vision is actually to enable a CO2 neutral energy supply for all businesses in emerging markets. Ja, das Projekt hat eine Vielzahl von Vorteilen, ökologische, aber auch ökonomische. Wir fangen mal mit der Ökologie an. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es ist sicherlich ein signifikanter Beitrag zum Thema zur Energiewende in Deutschland. Es ist der größte Solarpark in Deutschland. Und wir können allein mit diesem Projekt, wie gesagt, eine CO2-Einsparung von rund 129.000 Tonnen Jahr für Jahr erreichen. Darüber schafft ihr schon viel Freiraum für den Installateur, wirklich Zeit zu haben zum reinen Installieren. Weil das, was wir ja auch mit den Zubauzielen, die für den Klimaschutz relevant sind, gemerkt haben, ist die Zeit für den Installateur zu komprimieren und zu optimieren, damit er wirklich Zeit zum Installieren hat. Nichts ist so solide und so konstant gewachsen wie die Photovoltaik und letztendlich auch aufgrund der Technologieentwicklung und der des Preisverweis eben auch am attraktivsten von allen Lösungen. Obviously with the fast growth rate, there's also a big demand for energy. Damit wir die Klimaziele erreichen können, die Dekarbonisierung des Wärme- und Verkehrssektors erreichen, braucht es einen viel, vielfach höheren Zubau an PV in ganz Europa. Und was bedeutet das ganz konkret? Das heißt, wir müssen wirklich schneller PV-Anlagen realisieren können, damit dieses Ziel auch erreicht werden kann.